salty cheeks. It's not a cute look getting kicked out of the bar when you're no longer 19. Still acting like a child, feeling like nobody gets it. Guten Morgen. Unser Boot hat heute neue Geräusche. Weil dafür verpassen wir jetzt auch nicht den herrlichen Sonnenaufgang. Alfred weiß auch schon, was zu tun ist. Oh, ich bin noch gar nicht ganz wach. Wir haben 7 Uhr und einen neuen Plan. Aber den erzähle ich euch später. Ich muss ihn noch ein wenig fokussieren. Dich hört keiner, ich hab dich stumm geschaltet. Ja, mag ich. Hier, nimm deins. Wer hat hier einen Plan? Wir fahren nicht nach Mistroll. Wir fahren ein Stückchen weiter an so ein kleines irgendwas im Nichts, nach Wiesolka, glaube ich. Das sind von hier 30 Kilometer. Und dann sehe ich aus, wenn ich aufstehe. Der andere hat der arme Alfred jeden Morgen. Lass mal einen Deik da. Dieses, das ist übertragen. Ich sehe das morgens nicht. Nee, der schläft doch, wenn ich aufgucke. Aber jetzt habt ihr mich rausgebracht. Es sind von mir 30 Kilometer. Das heißt, Mistroll liegt in der Mitte. Alles, was 20 Kilometer ist, fahren wir auch mal eben im Fahrrad rüber. Also von daher, kleiner Ort. Ruhiger Campingplatz, relativ nah am Meer. Ich glaube, der Preis war auch soweit okay, mit um 30 Euro. Und fahren dann mit dem Fahrrad dahin. Ich denke mal, das macht Sinn. Vielleicht, dass wir dann auch 2 Nächte da bleiben. Aber ich muss mir das jetzt nochmal angucken, weil ich Wohnmobil und Parken Night mal verglichen habe. Den Platz hast du auf der einen App, den anderen hast du in der anderen App. Google Maps hat sie alle. Hab jetzt mal in Google Maps geguckt und da einige gefunden, auch durch die Rezession ja einiges anlesen können, ob das für uns passt oder nicht. Und jetzt hab ich einen neuen Plan. Mal gucken. Gestern hatte ich auch einen. Gestern hatte ich auch einen Plan. Und keine Fähre. Und dann hatte ich einen neuen Plan. Aber kein Fahrradweg. 200 Meter. Da hinten ist der Anleger. Ja, da vor dem weißen Boot. Wenn wir das genommen hätten. Ja, weiß ich. Dann wären wir zwar nicht im Kreis gefahren, aber wären auf jeden Fall darüber gekommen. Ja, ich wollte aber die nächste Fähre nehmen. Das war die nächste. Nee, ja, ja, die danach kam. Aber ich wusste ja nicht, dass die nur noch sporadisch fährt, weil die früher die Autos mitgenommen hat. Guck mal, da fährt die Fähre, fährt gerade los. Als wenn sie... Warum wir schon wach sind, hat aber auch nichts damit zu tun, dass wir bekloppt sind. Um 6 Uhr fuhr die Müllabfuhr hier schon über den Platz und hat die Container leer gebracht. Bei uns steht jetzt keiner, aber auch hier macht die Müllabfuhr piep, piep, piep. Aber die Jungs waren fix. Sie waren, bis ich geguckt habe, was los ist, waren die schon. Hat nur so lange gepiept, bis alle wach waren. Es steht ja nicht mehr viel. Alfred, dein Wecker geht. Oder mein Handy, nimm mal. Mein Handy geht. Mein Wecker kann das nicht sein. Nee, jetzt machen wir aus, ne? Hast gerade ein Auto bekommen. Da, ob die uns Brötchen bringt? Den hatte ich ausgemacht. Alfred kämpft mit dem Wecker. Wenn er aufstehen soll, läuft das, geht das Ding nicht. Jetzt im Urlaub, ich habe noch am Freitag gesagt, mach deinen Wecker auf. Meiner ist nämlich aus, sonst wären wir seit 5:30 auf. Wahnsinn, guck, ich habe ihn ausgemacht. Was machen wir, wenn er morgen wieder angeht? Was bekomme ich von euch? Ein neues Handy. Eine neue Mann, die mir weg aufgehen kann? Entschuldigung, ich bin gegen die Ablehnung gekommen. Wenn er das hier in Polen lasse. Guckt euch gut an. Mal gucken, ob er in der Fortsetzung noch dabei ist. Ich mach mal. Ja, aber hallo.
Gut, dass wir hier alleine stehen, sonst könnten wir gar nicht so laut sein. Mach das Ding aus. Der ist so laut da hinten. Uns hört hier eh keiner. Bis gleich. Unser letztes Frühstück in dieser atemberaubenden Kulisse. Aber die Aussicht und die Lage war schon ganz nett. Zumal wirklich interessante Boote vorbeikamen, viele interessante Leute. Und heute auf Montag ist es hier viel ruhiger als am Wochenende. Gleich entsorgen und dann geht's weiter. Wir wollen jetzt erstmal durch den Zwienetunnel und dann Richtung Mistkoi, die Küste entlang und ein Stückchen hinter Mistkoi in Bisolka zu Deutsch Neuendorf. Gucken, ob wir da auf einem kleinen Campingplatz im Garten irgendwie was bekommen und dann mit dem Rad darüber fahren. Ist der Plan. Fazit Zwienemünde. Für ein Wochenende finde ich super. Gerade so, wie wir gestanden haben mit dem Look, ja, mit der Aussicht auf die Fahrstraße, also auf die Wasserfahrstraße. Promenade hat ihren Charme, muss man mal gesehen haben oder sollte. Aber ansonsten gute Lage für Radtouren. Was machst du? Oder hast du eine Route einige? Nee. Ja. Wir fahren die wieder nach Route Betty Lotst. Wir fahren jetzt nur noch nach Google Maps, damit wir ab der großen Straße kommen. Ich habe mal geguckt. Wir haben natürlich das ein oder andere Informationsmaterial vorher sporadisch geschaut und gelesen. Dann wären wir mit zu kurzen Stops durch. Das sind wir nicht. Wir wollen ja fernab der bekannten Ziele fahren und die nur dann mit dem Rad ansteuern. Wir fangen euch unterwegs ein paar schöne Bilder ein. Und reden erst wieder, wenn wir richtig wach sind. Wir haben 10 Uhr, 2. September 2024. Wir fahren jetzt in den Zwienetunnel, weil hier sind wir gestern mit dem Fahrrad gefahren. Ein Wohnmobil unter dem Wasser. 1,8 Kilometer ist dieser Tunnel lang und wurde dieses Jahr eröffnet. Miniatur-Update. Die Baustelle ist, seitdem wir aus dem Tunnel gekommen sind, hier wird riesig was gemacht. Aber man kann euch da bis treu abbiegen. Die Umleitung sind so locker 35, 40 Kilometer. Nee, bis nach Bistreu, 50 Kilometer Umleitung. Du fährst runter bis zum Haff, einen Riesenbogen, um von hinten herum nach Bistreu reinzukommen. Jetzt haben wir Glück, unser Campingplatz, den wir ausgesucht haben, der liegt ja östlich von Bistreu, wodurch sich das Ganze für uns dann 15 Kilometer verkürzt. Aber hier kannst du nicht abbiegen, jetzt kannst du immer nur der Straße folgen. Und es gibt rechts und links nicht nichts, keine Straße. Für uns ganz neu, die ja so straßenverseucht sind aus, ja, aus der Region, wo wir kommen. Ne? Alfred, kurzes Statement zu den polnischen Straßen. Eine Stadt für jede Bewohner. Genau, weil wir fahren 20 km/h.
später Navigator. Wir sind angekommen. Wir sind hier vorbeigefahren. Der ausgesuchte Camping Visella, ne? Oder Viselka, war von der Einfahrt her so eng. Ich habe mich schon gewundert. Auf den Fotos waren eigentlich vermehrt nur Zelte und ein Kastenwagen, ein Bulli zu sehen. Wir haben im Leben nicht reingekommen. Entweder hätten wir die Tanne oder den Balkon mitgenommen. Und dann sind wir zurück auf das, und das kann ich nämlich nur vorlesen. Hier hast du auch kein Handyempfang, hier hast du kein Internet, doch ein bisschen. Agraturistica Dana Dompi Pole Namia Tore Camping. Also irgendein Bauernhof-Camping. Und wir sind die einzigen hier. Die Wohnwagen, die stehen hier zum Überwintern oder zum Entsorgen, ich weiß es nicht. Da unten ist zwar die Straße, die ist eigentlich nicht stark befahren, aber durch die Umleitung und dem, wir haben jetzt 12 Uhr oder so, ist sie was stärker befahren. Ich denke mal, heute Abend wird sich das relativieren und leiser als das komische Schiff ist sie eh. Und wir stehen hier alleine. Und wer unser Video gesehen hat vom Schafshof, weiß, dass wir damit kein Problem haben. Hier kannst du nackig duschen gehen. Wir haben ein Bad hinten in den Containern. Ist alles drin, Aufenthaltsraum. Wir werden euch definitiv hier ein Video dazu machen, zu dem Platz. Preise völlig erschwinglich. Stehen auch in keiner Relation zu dem, was wir so in Google Maps zu anderen Plätzen gelesen haben. Wir haben jetzt 108 Slotti für die Nacht bezahlt. Ungefähr 27 Euro. Genau, ist etwas weniger als in Swinemünde auf dem Stellplatz. Aber die Campingplätze rechts und links, die gehen auch hier schnell noch über 40 Euro. Von daher passt es. Wir sind hier 15 Kilometer von Misdreu entfernt. Da fahren wir jetzt gleich im Rad hin. Hinter dem Hügel da hinten gibt es einen schönen Fußweg, der dich in 20 Minuten direkt zur Ostsee führt. Alles klar, wir starten jetzt mal gleich mit den Rädern in Richtung Misdreu. Und ich glaube, wenn ich jetzt zu Alfred sage, wir grillen heute Abend am besten, freut er sich. Ja, müssen Fleisch rausnehmen. Ja, deshalb sage ich das ja. Auf geht's nach Misdreu. Wir haben, ich bin ja jetzt schon im Dampen. Boah, es ist so warm. Ich weiß aber nicht, wie es nachher an der Küste ist. Jetzt kommt gerade ein schöner Luftzug, weil da sich eine Wolke vorschiebt. Obwohl das so ein bisschen bedeckt aussieht, es ist total warm. Und ich kann an der Stelle euch nur empfehlen, wechselt, nehmt genügend Slotti mit. Wir werden jetzt auch noch mal wechseln. Kartenzahlung ist hier eher weniger. Auch gestern beim Essen only cash, hier auch only cash. Und mit Euro steht ihr euch da definitiv im Nachteil. Da könnt ihr bei 30 Euro noch mal locker 4 Euro draufschlagen. Ja. Der Urlaub wird echt ein Abenteuer. Jetzt ist mein Rad kaputt. Wir haben heute ja quasi Montag, so gesehen, der erste Wochentag in meinem Urlaub. Und die Schaltung von meinem E-Bike ist kaputt. Du kannst nicht rauf und runter stellen, egal was du machst. Dann geht der auf off. Und jetzt haben wir bei Alfred hochgeschaltet mit meinem Bordcomputer und ist bei mir drauf gesteckt, damit ich wenigstens in Echo, ich fahre ja meistens in Echo, wie jetzt gerade im Berghof geht, ich hier von der Stelle komme. Hier wäre nämlich der Campingplatz gewesen, wo wir zuerst hin wollten. Und das war nicht unsere Einfahrt, die wir nehmen wollten. Hinter uns sind welche, vor uns sind auch noch welche. Und ich wollte unbedingt durch den Wohlin-Nationalpark, durch den Wald fahren, das habe ich ja jetzt. Ja. Ich kann auch jede Steigung ausgiebig genießen, da kommt die nächste. Ja, ja. Der Frostblatt. Warum
habe ich in letzter Zeit immer die kaputten Fahrräder. Deins vor ein paar Wochen da die 12 Kilometer geschoben. Das hast du aus Liebe zu mir getan. Dann war dein Akku hinüber, hast du meinen Akku bekommen. Dann war dein Akku leer, hast du meinen Akku gekriegt. Und jetzt haben wir ausnahmsweise mal was an meinem Rad. Ja. Aber fahren muss ich trotzdem. Eigentlich wärst du jetzt dran. Ja. Urig ist hier dieses Restaurant in dem alten Seenotrettungsschuppen. Der ist auch noch richtig schön. Ja, ist schön. Also wir sind gerade hier aus dem Nationalpark runtergekommen. Aber wenn du zum Aussichtspunkt willst oder je nachdem, welche Straßen oder Wege du da gehen oder fahren möchtest im Nationalpark, ne, musst du bezahlen. Ich weiß nicht, was es kostet. Es kostet auf jeden Fall Benutzungsgebühren. Ich weiß nur eins. Egal wie groß. Das Montag ist dazu. Und trotzdem offen. Wo ist Montag? Der ist bei der Tiergehege. Ach so. Das kostet ja noch mal extra. Ja. Das kostet noch mal extra. Aber man konnte kein Ticket kaufen, da war keiner. Nee, die Ticketstelle, das Häuschen war leer, aber das hast du ja gesehen, da hinten stand auch einer nur mitten im Wald und wollte Geld. Ja. Schauen wir mal. Ich gehe mal da runter. Was eben auch verwunderlich ist, ne? Wenn du Markise aufmachst, musst du ja auch bei dem einen oder anderen Platz zahlen. Also von daher vielseitig. Ich glaube, da darfst du auch nicht mit dem Fahrrad durch. Ein Lametta-Schiff. Während ich uns Leckerli besorgt habe, hat Alfred angefangen zu gucken, ob er mein Rad repariert kriegt. Das war schon ein Teufelsritt hierher. Also ein Rad ohne Motor, also mit einem Motor, der nicht hört, lässt sich schlechter treten als eins, was gar keinen Motor hat. Ich, Paparazzi, du, Papa Schmatzi.
Wer hat denn hier die dicken Gummibärchen gekauft? Na, die kommen später. Hab ich euch schon erzählt, wie Alp und ich zusammengekommen sind? Der hat mich aus so einer Box befreit. Ja. Dumm gelaufen. Okay, gehen wir jetzt mal. Nehm Max so einen Fisch mit. Wäre das was für Max? Hier. Das ist nicht kuschelig. Auch alles Preise wären. So, Stadt haben wir wieder hinter uns gelassen. Wir sind jetzt im Nationalpark Olin auf dem Weg zum Wiesentgegel, das natürlich montags Ruhetag hat. Aber dadurch war auch vorne das Kassenhäuschen nicht besetzt, wo du für den Weg hier wohl zahlen musst. Laut Internet. Fährt sich auf jeden Fall gut und von da gibt es wohl einen etwas Umweg, einen Fahrradweg. Aber ich wollte jetzt nicht unbedingt die Steigungen fahren, weil ich noch nicht weiß, welches Eigenleben das Rad hat. Weil das Teil ist kaputt. So, hier ist der Tierpark. Aber wie schon gesagt, der hat ja geschlossen. Das Glück haben wir ja immer. Und es besteht eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Kleinen da. Das ist ein Wölfchen. Ich bin doch kein Wölfchen. Du bist aber klein. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Wir sind eben noch über den Weg gefahren, den haben wahrscheinlich die Römer schon angelegt. Ja, ein bisschen sehr rappelig. Meine Ausbeute von heute, ich habe ein wenig Süßes gekauft.
In Polen müsst ihr unbedingt diese, ja, wir nennen die immer Mukus-Sahne-Rahmbonbons probieren. Die gibt es in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen. Ich habe hier Vanille, Kirsch, Crispy, Salted Caramel. Eins haben wir schon gegessen, war echt lecker. Wir teilen uns die jeweils. Und dann habe ich Alfred Gummibärchen mitgebracht. Also das ist meine Hand. Guck, das ist das Bärchen. Und cool war der Frosch. Und die Möhren waren richtig süß. Aber hat auch seinen Preis. Wenn ihr denkt, Polen wäre günstig, dann muss ich an der Stelle schon mal revidieren. Das bisschen war für 10 Euro. Wir haben eben, ich ein mittleres Softeis und Alfred hatte sich zwei Kugeln Eis, allerdings in Mistroy, an der Seebrücke oder vor der Seebrücke geholt. Und dann waren das 30 Zloty, heißt umgerechnet ja, 8 Euro. Ist okay, aber wie gesagt, das hat seinen Preis. Wir stehen hier ja auf diesem Minicamping und zahlen jetzt aktuell auch etwas über 30 Euro. Aber gute Lage, guter Chef, der wartet auf seinen Kaffee. Den mache ich jetzt mal fertig. Bin gleich wieder bei euch. Tschüss. Eine kleine Mini-Abendrunde. Es wird jetzt immer früher dunkel. Wir haben 7:45 und den Sonnenuntergang schaffe ich nicht mehr. Dafür müssten wir nämlich da vorne an dem Wald vorbei 20 Minuten durch den Wald laufen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Wildschweingequieke tue ich mir das jetzt nicht an. Und dafür habe ich einfach viel zu viel Angst. Und während wir eben von unserem Agridana aus hier den Weg reingefahren, dann hätten wir uns den Ritt entlang der Hauptstraße geschickt sparen können. Hübscher Waldparkplatz mit überdachten Picknickplätzen, eingefassten, verschlossenen Mülltonnen und mehreren Campern, die hier wohl die Nacht verbringen wollen. Steht zwar Camping verboten, aber ich kann da jetzt nicht filmen. Ich rede auch schon ganz leise. Hier gibt es einen Waldlehrpfad, der an dem See vorbeiführt, aber leider da hinten durch den Wald zurück. Und seht ihr, wie dunkel das ist? Das geht gar nicht. Das wäre ihr Sonnenuntergang gewesen. Aber wir haben noch eine ganze Zeit mit dem Betreiber gesprochen, der eben noch zu uns rüberkam. Und haben uns ein bisschen festgequatscht. Und jetzt ist es schon echt zu dunkel. Ich gehe hier noch ein bisschen an der Hauptstraße vorbei, weil hier Licht einfällt. Aber im Endeffekt kannst du das vergessen, jetzt hier durch Wald und Wiese zu laufen. Meine Frau hat es sich schon gemütlich gemacht. Mhm. Meine Kuschelecke mit Alfred, momentan nicht ausgeklappter, die Nettverlängerung. Und dann kann man hier nämlich so liegen. Fernseher nach vorne geklappt und ja. Die macht oft. Ich hab ja noch, muss ja noch arbeiten. Ich hab ja, muss noch was tun. Wir hatten ja in unserer Frankreich-Reihe zum Schluss die ein oder anderen Fragen zum Thema Urlaub in Frankreich, was muss ich beachten, beantwortet. Da wir in Frankreich aber die Videos schon während unseres Urlaubs rausgebracht haben, war das einfach, dass wir eure Fragen beantworten konnten. Diesmal wird es so sein, dass wir mit dem ersten Polen-Video erst nach dem Urlaub starten werden, weil wir noch vorliegende Projekte erstmal rausbringen müssen. Deshalb greife ich heute mal vor. Sprache. Betreiber von hier, diesem Campingplatz, sprechen beide sehr gut Deutsch. Dem, den wir vorher hatten, hatten wir ja gesagt, haben sich sogar geweigert, Englisch zu sprechen. Heute beim Fahrradfahren viele Polen im Wald getroffen, die genauso rumgerätselt haben wie wir. Wo ist der Weg?
Da war es wieder wie in Frankreich mit Händen und Füßen. Der ein oder andere sprach Deutsch. Man hat sich gegenseitig versucht zu helfen mit Handzeichen rechts, links. Und das ging super, super nett. Die Leute, das ist typabhängig. Ne? Als wir das Eis geholt haben, die Verkäufer waren total unfreundlich, so wie die gestern, als ich das Tablett zurückbrachte oder wie eben den Aschenbecher, waren die auf einmal super nett. Vorher Brummel, Brummel und dann, ah, hi, bester Freund auf einmal. Also das ist so der erste Moment, sehr reserviert, aber na, da kommt schon eine gute Herzlichkeit rüber. Und was uns aufgefallen ist, es ist alles picobello sauber. Auch so von den Leuten, die hier Urlaub machen, fällt was runter, wird es aufgehoben, kein Mülleimer da, in die Hosentasche gesteckt. Das ist also alles wirklich, ne? Ja. Sehr, sehr sauber. Häuser zwischen super neues, modernes, schickes Haus daneben, altes Haus, das in sich leicht verfällt, aber alles immer mit Liebe gemacht und auch immer mit schönen Gärten. Aber hier siehst du auch eventuell so die, ja, wie soll ich sagen, dass da vielleicht Generationen sind, wo eben die Nachfolgegeneration kein Interesse an dem Haus hat, vielleicht kein Geld da ist aus Altersgründen, auch die Kraft nicht da ist, das zu machen, aber immer alles sehr gepflegt. Von daher ist das eigentlich ein Land der Gegensätze direkt nebeneinander. Sicherheit. Es wird verstärkt betont, dass die Campingplätze alle videoüberwacht und mit Security oder wie hier mit Alarmanlage Fort Knox, schweres Eisentor vorne, gesichert sind. Wir hatten eben mit dem Betreiber gesprochen, dass eben auch ein Bekannter von ihm hat hier seinen Wohnwagen als Dauerstellplatz abgestellt, weil er ihm hier auch bei der Pflege des Platzes hilft. Dass man da eben darauf achten soll, dass man das auch nochmal entsprechend versichert, weil die Sachen kommen wohl doch noch weg. Muss nicht die Polen sein, sondern andere Nationalitäten, das will ich jetzt damit nicht sagen. Aber es gibt noch eben Erfahrungswerte, dass Diebstahl vorkommt. Ne? Ja, kommt in jedem Land vor. Ist man aber immer bestrebt, was gegen zu machen. Ja, ansonsten Straßenverhältnisse. Mit einem Morello hätte ich die Straße heute nicht fahren mögen. Nein, nicht wirklich. Sehr, sehr. Ich muss dazu sagen, hier wird unheimlich viel gebaut, straßenmäßig. Ja, da tut sich eine Menge. Dadurch waren natürlich Umleitungen und diese Umleitungen führten dann über Straßen. Ich sag mal, unsere Feldwege sind besser. Da fährt sonst auch nur ein Traktor, glaube ich. Und wenn du dann noch einen LKW hast, der dir entgegenkommt, dann wird es eng. Viele LKWs, weil Straße. Und wenn du dann an einem Fußgängerweg stehst, weil du nämlich einen Fußgänger rüberlässt und dann von links ein LKW die Ecke rumkommt, oh ja, der dafür anscheinend gar kein Verständnis hat und mich da dumm anmacht, weil ich da noch stehe und er die Ecke nicht rumkommt. Gut, das hier wird auch in Deutschland. Aber da frage ich mich. Du bist auf dem Bürgersteig gefahren. Zum Glück war der Bürgersteig hier nur so eine RCL-Piste und nicht mit einem Bordsteinversatz. Ansonsten hätte er uns voll vorne rasiert. Also der war unmöglich. Und hat auch noch gehupt und gemeckert und so weiter. Das hatten wir jetzt schon öfters. Auch andere LKW-Fahrer, denen wir vielleicht zu nah an die Mittellinie kamen, weil die alle über die Mittellinie fahren, weil die Äste, die ja in den Bäumen so tief hängen, den übers Dach kratzen. Wir hatten eben auch schon gedacht, da habe ich echt gedacht, wir hätten ein Loch im Heki, weil wir auch den ein oder anderen Ast mitgenommen haben. War nur Harz, klebt jetzt an meinem Finger, aber dafür nicht mehr da oben am Heki so sehr. Wir haben wieder neue Kratzer, Schrammen, Kratzer, ja, wie soll man das sagen? Kommt nur mal vor. Schönheitsbläsuren an den Seiten. Die Straßen sind echt eng. Und du hast keine Ausweichbuchten, die Bäume stehen. Ich halte ja gerne die Kamera beim Filmen aus dem Fenster. Kurz vor der Tech 2 gehabt. Boing, weg wäre sie. Ne? Also das ging gar nicht. Die Bäume stehen wirklich Kante Straße. Und das muss man wissen. Mit einem Dickschiff hätten wir das heute nicht gefahren. Wir sind knapp unter 3 Meter, das ging. Aber alles andere wäre schon echt ein Problem gewesen. Zumal die Straße auch sehr viele Schlaglöcher und teilweise hast du auch Kopfsteinpflaster mit solchen, ja, also ne,
Da sind drüber schon mit der Eselskarren drüber gehoppelt, mit diesen dicken Steinen. Sah aus wie ein Pompeji, da hat er mich dran erinnert. Und das musst du halt wissen, ne? Da sind wir mit 20 km/h rumgefahren. Waren dann Stauanfang und Fluch jedes anderen hinter uns. Aber ansonsten bist du zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Und du stehst, auf dem Bürgersteig fahren ist normal. Du stehst an einem Zebrastreifen, ob Fußgänger oder für Fahrradfahrer, es hält jeder an. Wenn einer drüber fährt, sind es Deutsche. Jeder Pole hält aus Entfernung schon an, noch besser als die Niederländer. Also das ist echt genial. Die nehmen sehr viel Rücksicht auf Fahrradfahrer. Ja gut, ob sie das müssen vom Gesetz her oder ob es einfach in ihrer Mentalität liegt, keine Ahnung. Aber es wurde auf jeden Fall gemacht. Wir sind, wie viel waren das eben? 15 Kilometer da die Landstraße gefahren, weil der Fahrradweg eben gerade in dem Stück hier noch gemacht wird, der Küstenradweg, beziehungsweise wir ihn nicht gefunden haben. Der geht nämlich direkt neben dem Stellplatz durch den Wald. Ja. Dann werden wir laufen. Ja, und von daher alles gut. Wär's so die Kurküstenstädte, also hier die Hotspots anbelangt, sehr nett angelegt alles, ne? Ja. Ich sag mal, alles Beutenhagen in groß, kann man nicht meckern. Wird viel gebaut, wird viel renoviert. Also da ist auch Riesenbewegung. War jetzt, ne, also dass man da sagt, auch alles super sauber. Das war schon nett. Ist alles ganz nett. Und natürlich, klar, Tourismus. Jetzt, wir haben jetzt Nachsaison, jetzt ist nicht mehr so viel. Ja. Ich will mir nicht vorstellen, wie das in der Hauptsaison da ist. Also in der Hauptsaison musst du da echt über die Köpfe laufen können. Wobei die Campingplätze jetzt auch zum Ende September hin viele schließen. Der hat hier auch nur noch 2 Wochen auf. Und dann ist Tote Hose. Auch da hatten schon ein Drittel der Lokale zu. Und wir haben auch noch mal Geld gewechselt. Wechselt in der... in Polen das Geld, nicht unbedingt immer an den Hotspots, sondern im Zentrum, nicht an den Promenaden, habt einen etwas besseren Kurs. Wir hatten jetzt auch ein bisschen schlechter als in Swinemünde, in der Innenstadt, aber ist okay, weil hier gilt fast überall nur Cash in the Tash, gerade bei den kleinen Campingplätzen. Und ja, was musst dann du noch? Dann ist nochmal ein Slot billiger, als wenn sie es umrechnen in Euro. Ne? Gibt es sonst schon mal Tipps, die wir an dem Weg mitgeben können? Bis jetzt noch nicht. Ja, du hast doch, wenn du Fahrrad fährst, ist es anders, als wenn du durch die Niederlande, Frankreich oder sonst wo fährst. Selbst in Dänemark war es nicht so. Es gibt ganz lange, ganz viel richtig schönen Wald. Der hört nicht auf. Du fährst wirklich stundenlang durch den Wald. Ja. Und es kommt nichts. Null. Nur Bäume und Wildschweine. Also da muss man sich im Klaren sein, dass du lange durch Wald fährst. Also so viel wie Betty heute geklingelt hat im Wald, hat sie in ihrem ganzen Leben da nicht. Da haben Wildschweine gequiekt. Ich weiß, wie sich das anhört und ich weiß, wie das... Nee, nein. Ich bin auch jetzt nicht zum Sonnenuntergang gegangen. Habe ich eben noch erzählt, weil ich hätte im Dunkeln da durch den Wald gehen müssen. Und das war ja da schon stockfinster an dem Parkplatz. Das ist ja auch dann besser vorsichtig. Also an der Stelle wird es keinen Sonnenuntergang geben. Wir werden morgen auch noch hier bleiben, also noch eine zweite Nacht dranhängen. Da wird es auch keinen geben. Nee, gibt es auch keinen. Und dann suche ich einen Campingplatz und wenn wir nur eine Nacht bleiben, der einen Strandzugang hat. Da gucke ich jetzt gleich mal nach. Ohne Wildschwein. Genau, weil was wir morgen machen, weiß ich auch noch nicht, gucke ich auch gleich nach. Gut. So, und 20 Minuten mein Gesabbel jetzt reicht. Ja, an der Stelle sagen wir Tschüss, bis morgen.